Hi ihr Lieben, hier ist endlich mein Hall zur Kreativmesse in München. Ich habe hier mal die Besucherinfo für euch, also wie gesagt, was die 19. Kreativmesse in München. Die war vom 4. bis 6. April, ist jetzt schon ein bisschen her. Und ja, hier ist erstmal der Hallenplan, was es so alles gab, die Ausstellerliste. Ja, waren viele verschiedene tolle Stände. Also mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Ich habe auch einiges gekauft. Ne? Man braucht ja irgendwie nie was. Aber wenn ich auf der Messe bin, dann kann ich ja auch nichts kaufen. Also das nicht nichts kaufen. Das wäre ja irgendwie blöd. Also habe ich mir auf jeden Fall was gekauft. Und zwar am ersten Stand, ich bin gleich reingestürmt zu Stampin' Up. Habe mich da voll drauf gefreut. Aber die haben irgendwie nur so 4 verschiedene Starter-Kits verkauft. Und sonst nichts. Ich habe dann gefragt, ob man noch was anderes kaufen kann. Da meinten sie dann, nee, das dürfen sie nicht verkaufen. Aber die Starter-Kit haben sie ja auch verkauft. Und ja, ich weiß nicht. Die hatten zwar schöne Sachen ausgestellt, die haben mir echt gut gefallen, aber er war recht klein und da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber nebenan gab es einen Stempelstand. Und da war ich als allererstes, ich zeige euch gleich das Kärtchen. Und zwar war das Stempel und Ideen. Die hatten hier noch so einen extra Flyer dabei, Scraplust. Da geht es um einen Workshop im Mai. Und da habe ich richtig zugeschlagen, als ich war mit meiner Mama. Da war so eine riesen Kiste mit Stempeln und ich alles so durchgesucht und alle, die mir gefallen hatten, musste meine Mama halten, dass ich die dann in Ruhe noch durchgucken kann. Und meine Mama hat irgendwie 5 Hände zu wenig, weil ich eins nach dem anderen rausgezogen habe. Okay, ich zeig's euch mal. Und zwar, das war das allererste wirklich, was ich in der Hand hatte. Von Theresa Collins, so ein paar Breads. Oh, die sind so schön, die sind so... Ja, ihr seht ja die tollen Farben und hier, die haben so ein paar Text dran. Und hier steht zum Beispiel, das ist the best und so. Und das waren wirklich die ersten, die ich in die Hand genommen habe. Ich habe dann noch ein paar andere genommen, weil mir die gut gefallen haben. Aber ich habe dann doch die genommen. Ich habe mir gedacht, ich kann so auch die 5 Päckchen Breads kaufen. Und sie bearbeite ich ja nie, aber die mussten einfach mit. Ja, dann habe ich mir natürlich Stempel gekauft. Ich wollte unbedingt was mit Schmetterlingen. Und die hier fand ich jetzt am schönsten, weil ich eben viererlei Größen habe. Und die sind auch wirklich schön detailliert und sind unterschiedliche Schmetterlinge. Und die sind echt cool. Oh, also die finde ich so schön. Dann habe ich mir die hier mitgenommen. Also das sind Clear Stamps auch. Das sind verschiedene Koffer und die fand ich total fetzig für so, also ich finde Scrapbook ganz viel so für so Reisethemen einfach geeignet, weil das ist ja das, wo man hauptsächlich Fotos hat und da fand ich die Koffer einfach richtig, richtig toll. Dann wollte ich unbedingt was zum Thema Geburtstag und dann habe ich mir die hier mitgenommen. Und die finde ich so witzig, also man hat hier verschiedene Partyhütchen, hier kann man auch ein Geschenkchen bestellen mit To From, hier einmal Happy Birthday Partys und Sternchen. Das hier ist einfach wie so ein Hintergrund. Hier steht noch Wisch, eine Torte, ein Cupcake. Hier noch für eine Einladung könnte man es verwenden. Und ich finde es hier auch nicht schlimm, dass es in Englisch ist. Also normalerweise finde ich Deutsch auch schön, aber ich habe so gesucht nach Geburtstagsstempeln in Deutsch, aber die haben mir nicht gefallen. Und die hier fand ich echt witzig. Und ach ja, hier sieht man es besser. Warum zeige ich euch nicht die Seite? Also ich fand die echt total niedlich und das Witzige ist, die sind schon in so einer Zipphülle, wo man so einhängen kann. Da sind die gleich super aufbewahrt, finde ich ganz cool. Und dann habe ich die hier noch gefunden. Oh Gott, die sind so toll. Also das ist quasi so ein Cupcake-Bauset. Also ihr habt hier verschiedene Bases, Teige, verschiedene Toppings und so. Und dann kann ich mir meine Cupcakes zusammenbasteln. Das fand ich so toll. Oh Gott, das habe ich einfach mitnehmen müssen. So eine nette Tupfenbordüre ist da noch dabei und einzelne Cupcakes und... Ja, die fand ich einfach hammer. Dann habe ich mir an dem Stand noch mitgenommen ein einfaches Stempelkissen, ein schwarzes, normales, wasserlöslich, also azidfrei, ich glaube, das heißt Säure und nicht giftig, von Ranger ist das. Und dann habe ich mir von EFCO noch diese Fingerstupsis mitgenommen. Die will ich zum Stressen ausprobieren. Ich glaube, das klappt ganz gut. Ja, und das war gleich der erste Stand, da habe ich voll zugeschlagen und dann war ich schon in so einem Rausch und da war ich auch total lang und Gott, mir hat es so gut gefallen auf der Messe, das war echt cool. Dann sind wir halt weitergebummelt und der nächste Stand, wo ich was gekauft habe, die hatten ganz viel, auch von EFCO so große Stanze und ich habe so überlegt, ob ich die große Schmetterlingsstanze mit mir soll, also die 7 cm, die ganz große, habe ich aber nicht, aber die hatten Acrylfarbe von Goya.
Die finde ich echt gut und hat eigentlich so eine Riesenflasche, da sind 250 Milliliter drin, hat 1,98 gekostet. Und das finde ich echt günstig. Und ich habe mir zwei Flaschen Weiß mitgenommen, weil wenn ich was mal, grundiere ich das immer und dann ist Weiß einfach am besten. Dann ging es weiter, da war dann so ein Stand, die hatten ganz viel zum Kartenbasteln, also ganz viele so Kartenrohlinge mit Umschlägen, ganz vielen verschiedenen wilden Farben und so. Und die hatten da auch Hammerpreise und da habe ich mir nur so ein paar Kleinigkeiten mit. Zum einen habe ich mir die Sticker hier mit. Die sind so ein bisschen 3D-mäßig. Embellishments nennen sich in Bunt und Gold sind die. Happy Birthday haben einen Euro gekostet. Die hier, die fand ich so süß. So rosa und blaue kleine Briefumschlägchen sind das. Und das sieht halt wirklich aus, als wird was drinstecken mit so einem Glitzerherz noch. Haben auch einen Euro gekostet. Jetzt knister ich immer so, ne? Dann habe ich mir mit. Das ist so ein Kartenset. Das ist jetzt hier so Gold. Ich weiß nicht, ob man es gut in der Kamera sieht. Also das sind so, ja, ist jetzt egal. Da sind Umschläge drin. Dann DIN A5 ungefähr ist es in so diese Struktur hier. Dann solche Streifen und noch zwei große Bögen, auch so schillernd in Gold eben für einen Euro. Und das gleiche nochmal in Silber. Das hat hier dann ein bisschen andere Struktur. Finde ich voll cool und ja, ich muss es ja auch nicht unbedingt für Karten nehmen. Dann habe ich mir mit dieses Set hier mit verschiedenen Glitzerkartons für 1,50 und ich habe es ausgepackt. Das sind, ach Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Also fast 100 Teile in verschiedenen, wirklich so Glitzer- und Spiegelkartons. Es ist noch was Selbstklebendes drin. Also richtig cool. Dann habe ich mir hier auch noch mal ein paar Brads mit für 1 Euro. Das sind einfach so Glitzersteinchen, in rund und eckig drauf, in pink, lila, weiß, grün, also so gemixt ein bisschen. Und an dem Stand habe ich mir noch zwei Stempel mitgenommen, jeweils für 1 Euro, also Holzstempel. Hier mit so einem Liegestuhl und dem Radio fand ich total süß. Und diese süße Biberle fand ich jetzt auch witzig, gerade vor Ostern. Genau, das war an dem Stand. Wo an dem Stand waren auch so ein paar irre Weiber, die ist was, so ein paar Frauen und die haben da gekauft, gekauft, gekauft und die wollten dich gar nicht hinlassen an die Gruselkiste mit den Stempeln. Da waren ungefähr 2 Millionen Stempel drin und die wollten dich nicht hinlassen. Und wir haben da auch eine gesehen, die hat da drei so riesen, riesen Tüten gekauft und hat die stehen lassen. Und die hat irgendwie so den gleichen Laufrhythmus wie wir gehabt. Und an jedem Stand hat die mindestens drei so riesen Tüten gekauft. Und das war wirklich an jedem Stand. Und meine Mama hat gesagt, boah, das kann die noch nie verpassen. Und ich habe mir auch gedacht, boah, das kann die echt nicht verpassen. Also das war wirklich viel. Also aber total witzig. Ich habe da ja nichts dagegen, soll die machen. Die hat sich bestimmt dran gefreut, aber es war irgendwie super lustig. Dann sind wir an den Stand gekommen, da hatten sie Schmuckbastelzubehör. Da muss ich sagen, es war schon verhältnismäßig teuer. Also wenn ich mir das in anderen bestimmten Shops bestelle, bekomme ich es günstiger. Ich habe mir aber trotzdem was mitgenommen und zwar diesen Hasolit-Kleber. Mit dem klebe ich meine Glascabochons auf die Bildchen und in die Fassungen rein, aber auch anderen Schmuck kann man toll damit kleben. Ich finde den echt klasse und der hat jetzt 3 Euro dort gekostet und ich habe den bis jetzt nicht günstiger gefunden, wo ich praktisch hinkomme. Also ich bestelle nicht gerne in China und so, das ist nicht meins, aber ich fand jetzt 3 Euro für den echt okay und habe mit. Und die hatten dann noch so eine Reduziertkiste. Da habe ich mir für jeweils 50 Cent erstmal ein Tütchen mit solchen Blumen mit. In Pink 2 Stück. Dann welche mit diesen kleinen schönen Röschen in verschiedenen Farben. Auch 50 Cent. Die fand ich einfach toll. Und dann habe ich den hier gefunden. Also ich weiß, ein Anhänger für 50 Cent. Aber guckt mal, ist der nicht süß? Oh, niedlich, oder? Der musste mit. Ging nicht anders. Dann sind wir weitergegangen. Nee, dann haben wir Mittag gegessen, weil wir echt Hunger hatten. Wir mussten ja schon echt früh losfahren, dass wir nach München kommen. Und ja. Und wir haben dann Mittag gegessen. Da gab es so ganz leckeres Curry. Und nebenan war es am Stand. Da gab es alles für 1 Euro. Ja. Und da sind wir dann natürlich hingedüst. Und hatten dann 12x12 Bögen. 3 Stück für 1 Euro. Also 3 Stück zusammen 1 Euro, egal welche du dir ausgesucht hast. Da waren noch welche mit so 3D-Motiv und so, aber ist nicht meins. Ich habe mir jetzt den hier mit von Bow Bunny. Der ist hier so, ja, so ein bisschen Vintage, finde ich. Sieht so gebraucht aus, sage ich mal. Die Rückseite hat hier so, ich weiß nicht, sagen, römische Zahlen. Dann habe ich mir den hier mit von Reiher. So schwarz-weiß-grau kariert, fand ich recht fetzig. Andere Seite ist das gleiche Muster, nur in ganz klein. Und dann nochmal einen von Raya.
Hier mit diesen Schlüsseln und Schlössern. Eine Seite in klein, die andere Seite sind so ein paar große dabei. Da habe ich mir gedacht, das kann man bestimmt witzig ausschneiden und wo aufkleben. Dann habe ich mir damit zwei so lange Reißverschlüsse. Also die sind wirklich lang. Hier ist das Ende. Da hat auch jeder einen Euro gekostet. Die Farben waren jetzt ein bisschen unglücklich, aber ja, mein Gott, damit kann ich leben. Also so ein langer Reißverschluss kostet ja sonst wirklich viel mehr. Und der ist auch aus Metall und den kann man unten sogar ganz öffnen. Also theoretisch könnte man den jetzt in eine Jacke oder so nähen, aber ja, das fand ich echt okay. Dann hat meine Mama was Tolles gefunden. Das war teurer wie ein Euro. Es hat 4 Euro gekostet. Und zwar sind das so Spitzenteilchen in ganz vielen verschiedenen Formen. Und das sind, wir haben es gezählt, 50 Stück, glaube ich, drin. Und die sind echt toll. Also da sind Schleifen drin. Dann so ein kleines Blumenkörbchen. Da sind so Röschen dabei. Hier ist eine Katze. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Dann so große, runde einfach so Deckchen. So große Herzen. Das hier ist auch wie ein Herz. Mit so einem Tropfen unten dran. Erinnert mich so ein bisschen ans tränende Herz. Das ist eine meiner Lieblingspflanzen, finde ich ganz toll. So ein schlichtes Blümchen. Das hier noch sieht auch ganz toll aus. Und boah, also wir haben das ja in dem Stand, weil ey, da ging's zu, da sind die rein wie die Irren, habe ich noch nie erlebt. Das war ja echt Hammer. Man konnte das hier nicht durchlaufen. Wir haben es dann zu Hause ausgepackt. Ey, der Wahnsinn. Also da bin ich echt froh, dass meine Mom das noch gefunden hat. Ich denke, das kann man toll wo aufkleben oder als Hintergrund für ein Foto mal nehmen oder so. Ach, die habe ich noch nicht gezeigt. Auch diese Herzen. Oder meine Mama hat so ein kleines Teeservice aus dem Norden zu Hause. Ich habe da auch irgendwo eins. Muss ich mal schauen. Und wir haben das so ein rundes. Das hat genau drunter gepasst. Haben wir drunter gelegt. Und sieht so zuckersüß aus. Also ich glaube, wenn einer es mit so Miniaturen oder so Püppchen oder so hat, wäre das auch cool. Dann habe ich mir damit, auch für 1 Euro, eine Eckenschere von Viva Decor. Motiv 2. Also ich kann es euch mal... Hier, das ist Motiv 2. Ich habe das jetzt noch nicht so ganz kapiert. Da steht nämlich, durch Wenden erzeugen sie ein zweites Dekor. Und irgendwie muss man das Papier da irgendwo so reinstecken oder so und dann abschneiden. Ja, fand ich interessant. Drum habe ich mir mal eine mitgenommen, eben mit einem schlichten Muster. Das kann man am meisten gebrauchen. Ich werde es mal ausprobieren, mal schauen, wie es ist. Dann habe ich mir da noch mit 2 so Stupspinsel. Die sind auch von Viva Decor. 35 mm haben die. Hat auch jeder 1 Euro gekostet, wie fast alles an dem Stand. Die hatten dann auch diese Holzstempel für jeweils 1 Euro. Da habe ich mir noch die hier mit, die Kussmünder, wo Kiss draufsteht. Da sieht man die Marke Craft. Ja, ganz cool finde ich. Und dann diesen Clown, den finde ich echt schön. Ich glaube, den kann man auch toll kolorieren für eine Karte oder so. Fand ich echt niedlich. Aber fast alles meine Mama an dem Stand gefunden. Ne? Die ist da wie so ein Fuchs. Dann habe ich mir noch Halbhalme. Und zwar erstmal diese Herzen. So, ah, das sieht man jetzt irgendwie schlecht. So. Kann ich schwer beschreiben. So Flieder-Palmut würde ich jetzt sagen. Dann habe ich mir die hier mit. Die sind so altrosa Palmut, auch Herzen. Und dann noch diese Tropfen hier. In so einem dunklen Silber, fand ich ganz cool. Dann, ich konnte nicht ohne Washi-Tape heimgehen. Und die hatten so viel Washi-Tape und ich hätte ja schon 100 Euro für Washi-Tape ausgeben können. Aber der Stand hatte auch welche für jeweils 1 Euro. Und dann habe ich mir die 2 hier mit. Also hier, da sind so verschiedene Blümchen drauf. In Rot und Blau, ein bisschen Grün. Und hier, das ist so Grau mit Orangenblüten. Also mein Freund, das Licht. Könnt ihr mir mal sagen, wie ihr alle das hinkriegt, dass euer Licht so toll ist beim Filmen? Entweder ich habe viel zu viel Licht oder ich habe viel zu wenig Licht. Und irgendwie, ich filme schon in jedem Zimmer. Und jedes Mal probiere ich es auch. So, heute dachte ich mir, Mensch, in meinem Bad ist tolles Licht. Aber ich kann mich ja nicht in die Badewanne legen und für euch ein Video drehen. Das wäre ja auch seltsam, ne? Und dann habe ich mir dann noch mit einen Bogen Papierstreifen in so ganz vielen tollen verschiedenen Farben, teilweise mit Silber mit drin und das ist auch glänzendes Papier, also echt schön beidseitig auch noch unterschiedlich bedruckt. Hier, ihr seht, das ist ganz, ganz toll und ein Riesenpacken. Boah, da konnte ich nicht dran vorbeigehen, ne? Also Papierstreifen gehen auch immer und wenn ich lauter Fröbelsterne draus mache, fand ich echt toll. Dann habe ich mir noch 2 dünne Pinsel mit an dem Stand.
Das steht jetzt nichts drauf, aber die Spitzen sind relativ dünn und ich finde, dünne Pinsel gehen immer. Und also ich glaube, der Stand hat die irgendwie so Vorführprodukte oder irgend sowas, weil die hatten da auch Pardomasse und da waren zum Teil offene Päckchen drin, wo das Zeug schon durchgeknetet war. Und ich habe halt gewühlt, bis ich drei nagelneue hatte und ein Päckchen hat wirklich 1 Euro gekostet. Dieses Pardo eben, das wollte ich mal ausprobieren. Einfach so, ja, einfach zum mal testen. Also ich bin ja auch ein Fan von Skype. Ich benutze jetzt fast lieber Skype wie Fimo. Aber ich habe mir gedacht, ich probiere Pardo auch mal aus. Das hier ist die Silber. So ein richtig schön. Ach, ich hasse mein Licht. Also so ein richtig schönes Silber. Und ich habe auch getestet, die sind alle noch weich, das ist cool. Dann habe ich es Gold. Die hatten auch so Neonfarben, aber ich wollte lieber was Neutrales mitnehmen, was man auch wirklich gut benutzen kann. Und Kupfer. Ja, die fand ich jetzt echt cool. Ich habe mir gedacht, ja komm, für 1 Euro nimmst du die mit. Und dann gab es dort Mini-Fläschchen. 3 Stück, auch für 1 Euro. Die habe ich mir zuerst mitgenommen, also 6 Stück. Und der hatte dann noch welche an der Kasse. Da habe ich mir dann nochmal 6 Stück rausgefischt. Und weil der liebe Mensch, der das verkauft hat, dann gesehen hat, dass ich so auf Mini-Fläschchen stehe, hat er mir noch 2 geschenkt. Und die haben so eine tolle Größe. Und ich freue mich so über meine Mini-Fläschchen. Also die sind ein bisschen staubig, die muss ich halt sauber machen. Aber die haben auch einen echten Korken drin. Fand ich voll cool. Und ja, ich freue mich voll über meine Fläschchen. Genau, da haben wir dann eine ganze Weile gebraucht. Und dann habe ich schon ganz viele Leute mit Ideen, mit Herztypen gesehen. Da sage ich, Mama, da muss irgendwo Ideen mit Herz sein. Da müssen wir dann gucken, wo der Stand ist. Und dann laufen wir so ums Eck rum. Also das war halt, hier war der eine Stand und hier war der Durchgang. Und dann kommen wir rum und dann sage ich, Mama, ich habe Ideen mit Herz gefunden, weil der ganze angrenzende Raum war Ideen mit Herz. Also da hätte ich nicht dran vorbeilaufen können, ne? Und da habe ich auch zugeschlagen. Und zwar, Mensch, die hatten ja Tonnen an so 3D-Bildern. Also das ist ja echt der Wahnsinn. Habe ich mir diese Halbperlen hier mit, auch in so einem dunklen Silberton. Das sind immer Glitzersteine, Halbperlen. So ein Set, steht da drauf, wie viele da drin sind? Nö. Aber ist ja egal, das sind auf jeden Fall viele. Und dann habe ich mir hier noch so einen riesen Bogen, wirklich halt mit diesen perlmuttfarbenen Perlen mitgenommen, weil die passen einfach zu allem dazu. Halbperlen, die sind auch selbstklebend übrigens. Ach, hier steht's drauf, 648. Also ich kann jetzt Halbperlen kleben ohne Ende. Dann habe ich mir da noch mit ein Dotting-Tool mit 2 großen Spitzen, also mit der hier. Und die hier, die ist richtig groß und das finde ich mega, mega cool. Was jetzt die Sachen bei Ideen mit Herz gekostet haben, weiß ich nicht mehr. Aber das war nicht teuer, das war so 1,25 oder so, das ging echt. Dann habe ich mir da mit noch mehr Halbperlen. Das dann nicht. Ich suche. Sekunde. Und zwar die hier, die habe ich bei Sammy 5 schon gesehen und ich fand immer so toll. Und das habe ich sie auch. Also es sind diese Halbperlen mit diesem kleinen Perlenkreis noch außenrum. In dieser Größe und in eins kleiner. Ihr seht da 50 Stück sind da drin und da dann wahrscheinlich auch. Ja, finde ich echt cool. Dann habe ich mir diese Blüten hier mit. Ah, die sind auch so hübsch. Zum Fädeln oder Kleben kann man die verwenden. Sind 100 drin. Auch Farbe Perlmutt. Ist einfach eine Farbe, die zu allem geht. Dann habe ich mir da noch eine selbsthaltende Pinzette. Die finde ich echt cool. Die fand mein Papa auch total cool. Da hat er gemeint, ja, sowas könnte auch gebrauchen. Und zwar ist die von Haus aus geschlossen. Wenn ich aufmache, dann geht die offen und dann hält die. Und die hat wirklich fetten Zug drauf. Die hat so um die 2,50 gekostet. Aber die finde ich ganz toll, gerade wenn man was platzieren will, dann hält man sich das halt fest und kann das schön genau platzieren und muss nicht immer so den Druck auf der Pinzette haben, weil meistens verwackelt man ja da ja dann doch. Und also mega cool. Dann habe ich mir hier auch nochmal Stupfis mit, weil die haben unterschiedliche Größen. Also hier 4er-Set Stupfpinsel. 4 unterschiedliche Größen, oh, was ich gerade gesagt habe. Finde ich einfach süß. Dann habe ich mir dort noch ein wasserfestes Stempelkissen mitgenommen. Das weiß ich noch, das hat 2,50 gekostet. Einfach mal zum Ausprobieren mit einem permanenten Stempelkissen. Und dann hatten die noch für 5 Euro, das weiß ich auch noch, diese Marker hier. Und da steht drauf eben, dass die auf Alkoholbasis sind. Also hier Alkoholpermanentmarker, seht ihr das? Und
Ich gehe mal davon aus, dass die so sind wie die Sharpies. Und ich habe neulich schon überlegt, ob ich mir Sharpies bestellen soll, habe es dann aber nicht gemacht, weil ich denke mir, ja, so viel Öl für ein paar Filzstifte, ne? Ist ja jetzt nicht so, als hätte ich noch keine Stifte zu Hause. Aber ich habe mir gedacht, ja, komm, für 5 Euro und das sind so schöne Farben, dann nehme ich die mit und probiere die mal aus, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau, und dann waren wir dann schon ganz lang unterwegs und dann sind wir am Rückweg noch an so tollen Stand vorbeigekommen. Ich kann es euch zeigen von Scrappies. Die haben einen Laden in Eking, glaube ich. Nee, in Eching. Gehört zu München dazu. Und die hatten so einen tollen Stand. Oh mein Gott, an diesem Stand hätte ich ja alles kaufen können. Also die hatten Maschinen und Material und Papier und Zeug. Also alles, was sie halt in ihrem Laden auch haben. Total, total toll. Und super Ausstellungsstücke hatten die dabei. Und ach, da hätte ich echt kaufen können. Und ich wollte mir an dem Tag einen Eckenrunder kaufen. Und ich war dann schon an einem Stand. Ich glaube, das war ein holländischer Stand. Die hatten, jetzt wird es immer heller irgendwie, obwohl Abend ist. Die hatten dann einen Eckenrunder und der war aber von der Qualität, hatte sich irgendwie komisch angefühlt, war auch relativ teuer. Und ich habe dann so geguckt, aber mir war der ganze Stand mir so ein bisschen komisch und ich habe dann gesehen, die verkaufen diese DIN A4 Actionblöcke für 7,99 €. Dann habe ich mir gedacht, oh, ja, okay, da passt irgendwas nicht. Und nee, den habe ich dann auch da gelassen, weil mir das nicht geheuer war. Meine Mama meinte ja auch, ach, Eckenrunder haben bestimmt noch mehr. Und dann waren wir eben hier bei den Scrappies und ich so, wow, und das, und das, und das, und das, und war so voll hin und weg und euphorisch. Und dann hatten wir diesen Rounded All. Ich glaube, von Sutter ist der, oder? Nein, nicht, dass ihr jetzt was weiß. Also, ihr wisst bestimmt, was ich meine. Diesen großen Runder, diesen Rounded All. Und der kostet ja über 20 Euro. Meine Mama meinte, ja, den könnte sie mir zum Geburtstag schenken oder so. Und ich fand das total süß von ihr. Also, ich freue mich, wenn mir meine Mama sowas schenkt, weil sie sagt immer, ich schenke lieber was, was du auch benutzen kannst. Wie dass ich jetzt irgendwas super Tolles raussuche und es liegt dann nur rum. Aber ich habe gesagt, boah, der ist zwar echt cool, aber das brauche ich dann doch nicht. Also, so ein Luxus-Eckenabrunder. Ja, ich will ja auch nicht hier meinen ganzen Haushalt abrunden. Ich habe dann aber noch einen gefunden von Tonic. Und den finde ich echt ganz cool. Also der macht einen guten Eindruck. Den hatte ich schon ausgepackt. Der ist auch günstiger wie der Ramschige, den ich in der Hand hatte. Und ja, hier könnt ihr halt euer Papier reinschieben und dann ne, abrunden. Hier unten sammelt es dann die Dinger auf. Ja, und der macht echt so schöne, angenehme Ecken. Wir haben es dann daheim gleich ausprobiert. Mein Papa wollte das machen. Und es, also wirklich, hat eine ganz, ganz tolle Ecke gegeben. Und ich glaube, das sieht eben, wenn man so Mini-Alben macht oder so, besonders schön aus, wenn die Ecke abgerundet ist. Da, ja, das finde ich einfach toll. Und ich bin jetzt total glücklich, dass ich den habe. Und ich finde bestimmt was anderes, was meine Mama mir zum Geburtstag schenken kann, was ich gut gebrauchen kann. Ja. Und das war's auch. Ich schaue jetzt nochmal in meine Tüten, aber das war's. Das habe ich alles an der Kreativmesse gekauft. Aber ich hätte noch viel, viel mehr kaufen können. Und es war, also mir hat es richtig, richtig gut gefallen dort. Da war auch so ein ganz toller Stand. Die hatten so Naturspielwaren. Und meine Mama und ich sind ja Erzieherinnen. Und wir haben ja erstmal geguckt und alles ausprobiert. Und da war dieses Fadenspiel hatten da. Wisst ihr das, wo man so abnehmen muss? Und meine Mama und ich gleich, wow, abnehmen. Und wir haben das dann gleich gemacht wie früher. Das haben wir stundenlang gemacht, als ich klein war. Und war voll cool. Und die Dame, der Stand gehört hat, ist dann auch gleich gekommen und hat uns noch was gezeigt und so. Und dann hatten die diese Taschentuchmäuschen. Kennt ihr die? Also meine Mama hatte damals eine Lehrerin. Da war sie in ihrem ersten Jahr. Und ich hatte die dann auch. Da war die Lehrerin in ihrem letzten Jahr. Also, ne, liegen ein paar Jahre dazwischen. Und die hat aus Taschentuch auch so Mäuschen gemacht. Und die hatte die dann so in der Hand und hat die so geschoben, dass die sich so bewegen konnte. Ne? Und ihr müsst euch vorstellen, da hocken so ein Haufen knapp 20-jährige Leute und sind total fasziniert, dass da dieses Taschenmäuschen hüpft. Und ja, das hatten die da auch und ich fand es echt richtig, richtig toll. Wir hatten dann einen super schönen Tag zusammen. Ich bin total froh, dass meine Mami da mit mir war. Küsschen für dich. Und ja, jetzt habt ihr doch noch schnell sehen können, was ich gekauft habe. Und ich höre jetzt ganz schnell auf, bevor das Video wieder so lang wird. Und sage Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Peace.